herzlich willkommen zu einem weiteren Wissensmanagement-Erklärvideo. Dieses Mal geht es um einen Kompetenzkatalog Wissensmanagement, den ich gemeinsam mit Dr. Angelika Mittelmann, die viele von ihrem lesenswerten Buch Werkzeugkasten Wissensmanagement herkennen, im Rahmen einer Fachgruppe der Gesellschaft für Wissensmanagement erarbeitet habe. In der Gesellschaft für Wissensmanagement tauschen sich Vertreter von Forschung und Lehre sowie Praktiker im Wissensmanagement aus. Im Rahmen dieses Austausches sind wir darauf gekommen, dass es mittlerweile eine Vielfalt an Aus-, Fort- und Weiterbildungen zum Wissensmanagement gibt, die sich jedoch alle in ihren Inhalten, in ihren Zielsetzungen, in ihrem Verständnis von Wissensmanagement und der Rolle des Wissensmanagers sowie nun ja auch in ihrer Qualität unterscheiden. Daraus entstand die Idee seitens der GFWM, der Gesellschaft für Wissensmanagement, solche Ausbildungen zu zertifizieren, ein GFWM-Zertifikat Wissensmanager anzubieten. Diese Idee stieß auf großes Interesse und so traf sich 2017 eine größere Gruppe, eine sogenannte Fachgruppe in Frankfurt, um zu konkretisieren, wie dieses Zertifikat aussehen könne. Dabei stießen wir rasch auf die Herausforderung, dass es momentan kein Kompetenzprofil für einen Wissensmanager oder eine Wissensmanagerin gibt, dass also als Grundlage dieses Zertifikats erst ein solches Kompetenzprofil entwickelt werden müsse, damit überhaupt klar ist, wogegen dieses Zertifikat dann aus Fort- und Weiterbildungen prüft. Wir haben über unterschiedliche Web- und Telefonkonferenzen ein solches Kompetenzprofil für einen sogenannten Wissensmanagement Professional entwickelt und 2018 veröffentlicht mit, man muss es sagen, eher verheerendem Feedback. Das Ganze ist zu kompliziert geraten. Offensichtlich ist es uns auch nicht gelungen, Aufgabenbeschreibung und Kompetenzbeschreibung klar voneinander zu trennen. Daher gab es einen kompletten Neustart, dieses Mal tatsächlich nur von Angelika Mittelmann und mir mit einem, ja, tatsächlich einer neuen Interpretation der Aufgabenstellung, nämlich nicht mehr ein Kompetenzprofil für eine Wissensmanagerin oder einen Wissensmanager zu entwickeln, sondern einen Kompetenzkatalog. Wieso einen Kompetenzkatalog? Nun ja, weil es den Wissensmanager einfach nicht gibt oder es gibt ihn in vielfältigster, in buntester Form. Überall, wo wir mit Menschen gesprochen haben, die diese Rolle innehaben, hat sich gezeigt, dass die konkreten Aufgabenprofile von Organisation zu Organisation sehr unterschiedlich sind. Dass es also gar nicht möglich ist, das eine Kompetenzprofil Wissensmanager, Wissensmanagerin zu erarbeiten, weil es genau nicht das eine Rollen- und Aufgabenprofil für den Wissensmanager, die Wissensmanagerin gibt. Was nun also entstanden ist, ist ein Kompetenzkatalog. Ja, wie verstehen wir den Begriff der Kompetenz? Kompetenz ist die erwiesene Fähigkeit, Wissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen so anzuwenden, dass beobachtbare Ergebnisse erzielt werden. Das ist die Definition, an der wir uns orientiert haben. Die größte Herausforderung dabei war die kleine Formulierung beobachtbare Ergebnisse, denn dies bedeutet, dass in der Ausformulierung der einzelnen Konsequenzen der Anspruch sein muss, dass am Ende ein beobachtbares Ergebnis steht. Nach Sauter und Teichler haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Kompetenzen. Diese umfassen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie benötigen sie vor allem in unüberschaubaren, komplexen und dynamischen Arbeitssituationen, die selbst organisierte und kreative Handlungen erfordern. Kompetenz werden durch Aus- und Weiterbildung sowie Erfahrung erworben. Qualifikationen sind Kompetenzen, die durch Zertifizierungsprozeduren überprüft und zu einem physischen oder digitalen Nachweis führen. Soweit nochmal eine Begriffklärung zum ganz zentralen Begriff der Kompetenzen, bevor wir jetzt zum Kompetenzkatalog selbst kommen.
Für den Kompetenzkatalog haben wir Kompetenzen identifiziert, die im Kontext Wissensmanagement oder allgemeiner für den Umgang mit Wissen relevant sind. Der Kompetenzkatalog konzentriert sich dabei auf die für Wissensmanagement spezifischen Kompetenzen. Weitere generelle Kompetenzen, die für ein erfolgreiches Ausfüllen dieser Rolle, je nach konkreter Ausprägung der jeweiligen Rolle, notwendig sind, zum Beispiel Kommunikation, Change Management, Projektmanagement, verstehen sich in diesem Kompetenzkatalog immer als bezogen auf Wissensmanagement. Der Kompetenzkatalog umfasst 3 Kompetenzklassen mit in Summe 15 Kompetenzen. Personale Kompetenzen umfassen jene Kompetenzen einer Person, die auf persönlichkeitsbedingten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen basieren. Interpersonale Kompetenzen umfassen jene Kompetenzen, die auf Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen abzielen, um innerhalb einer Organisation mit anderen Personen zu interagieren. Fachspezifische Kompetenzen schließlich umfassen jene Kompetenzen, die auf Fertigkeiten und Wissen in Bezug auf das Fachgebiet Wissensmanagement fokussieren. Der Kompetenzkatalog beschreibt ausführlich jede dieser Kompetenzen, wie gesagt, immer mit dem Impetus eines beobachtbaren Ergebnisses auf insgesamt 4 Kompetenzniveaus. Ja, wo finde ich diesen Kompetenzkatalog, um nicht nur genauer hineinzulesen, sondern auch um ihn aktiv zu nutzen, um entlang dieses Kataloges konkrete Profile für unterschiedlichste Rollen im Kontext Wissensmanagement zu definieren? Natürlich auf den Seiten der Gesellschaft für Wissensmanagement www.gfwm.de, und zwar hier. In Folge 2 dieser kleinen Serie werden Angelika und ich ein Beispielprofil für einen oder eine Wissensmanagement Professional basierend auf diesem Kompetenzkatalog vorstellen. Bis dahin, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald in Folge 2.